Mein Führer. Von Norden her angreifen und sich mit der Leuten Armee vereinigen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Von Norden her angreifen und sich mit der Leuten Armee vereinigen. Anders kann man das nicht machen. Die Leute Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Wegwerfen. Eiskalt niedergeschlagen. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Was? Die Logik der Frau. Mein Führer. Ah. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Was? Den letzten Mann dafür einzusetzen, das ist unsere Pflicht. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Denk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Kommende Generation dankbar sein!